zweistimmiger, langsamer Jodler für drei Geigen. Bestimmt gibt es sowas in der Schweiz auch, aber der nächste Abstecher in die Schweiz zu Folklore hat den Titel Burgunderblut. Und jetzt habe ich mir im ersten Moment natürlich gedacht, das ist ein ziemlich gefährlicher Titel. Burgunderblut, da geht es um Mord und Totschlag, aber Urs, dieses Blut ist in dem Fall in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Also meines Wissens hat der Komponist damit eigentlich den Rebensaft, also den Wein gemeint. Ja. Er kommt aus der Region Murten, aus dem Murtengebiet. Und wo ist das genau? Das ist zwischen Bern und Neuenburg, also im Mittelland, ja. An der Sprachgrenze zwischen der Deutschschweiz und der französisch sprechenden Schweiz. Ja. Und dort wachsen auch sehr viele Trauben. Aha. Und ich denke, der Burgunderblut ist eigentlich mit dem Traubensaft gemeint. Ja, genau. Und passt auch viel besser hierher nach Schöllhuben zum Bier und zum Wein und zum Schnaps. Genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt Burgunderblut mit Folklore aus der Schweiz. Ein wunderbares Stück. Bitte.